Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir, auch wenn ich es eigentlich nicht machen wollte, ein paar Leaks habe ich für euch mitgenommen. Ich muss euch die einfach vorstellen, damit wir auch Bescheid wissen, ey, was können wir die nächste Woche erwarten, warum ich nicht streame, ganz kurz, also was heißt, warum ich nicht streame, ich bei zwei Tagen nicht live, geht halt nur darum, dass die Upgrade-Packs gar nicht gut sind, man kann es irgendwie auch nicht cool recraften wie bei den anderen TOTS-Wochen und deswegen ist es der Grund, warum ich dann eher jetzt ein Video bringe, anstatt den Stream anzuschmeißen. Dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Also, um es so zu sagen, der ZDA-Content gibt mir nicht das, was ich brauche. Sagen wir es mal so. Aber kurz vorweg, wir haben einen Top-Kommentar von Ibo. Wurde gekorbt, was soll man machen? Ich blende es euch jetzt einmal ein hier von Ibo. Ibo Bro, das war so krass random. In dem Video habe ich, glaube ich, irgendwie Zidane-Icon, Prime-Icon-Moments gezogen. F in den Chat für Ibo. Er hat's kommen. Wenigstens verdient, irgendwie an die Wand zu kommen. Dann, ja, scheiß drauf. Digga, Ibo, Noten. Fast noch draufgegangen wegen einem Top-Kommentar. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Uncut gehen wir rein und zwar Content von gestern. Wir haben 84 plus Spielerwahl-Pack bekommen. Ich habe es gezogen, hatte da irgendwie Bremer drin. Wenn ich da noch eine Aufnahme zu finde, ich habe es im Hintergrund einfach aufgenommen. Sollte da vielleicht Dybala oder so vorbeikommen, ist leider nicht. Habe ich es für euch aufgenommen. Freitag bekommen wir die TOTS-Token und ich habe mittlerweile irgendwie 11 Tokens gesammelt. Gerne mal in die Kommentare, wie viel ihr gesammelt habt. Ich muss noch so Einzeldinger hier freischalten. Ich will hier Minimum 14 Stück freischalten, damit ich dann, oder 15 Stück, glaube ich, brauche ich, dann habe ich dieses 25x84 Plus Pack, das wäre ganz cool für das Best of Ultimate Team TOTS. Das nochmal als kleiner Reminder, nehmt euch die Token auf jeden Fall, wenn ihr die so mitnehmen könnt und die Zeit dafür habt, alle mit. Ab Freitag gibt es dann die Token, die ihr einlösen könnt zum Best of TOTS und dann habt ihr auf jeden Fall die Chance auf dicke Ultimate TOTS-Karten. Und ja, Vorschau-Packs irgendwie gibt es auch nicht mehr. Nice. Dann haben wir die Ultimate Team TOTS Rewards und zwar Rang 1, 2 und 3, also 16 Siege, 18 Siege oder 19 Siege. Also ein nicht ultimatives TOTS-Pack, da gönnt ihr endlich mal. 1 auf 3 Team of the Season von den Top 5 Ligen. 91 plus. Ey, das ist krass, ey. Nicht, weil ich jetzt immer 16 Siege hole, das wären Free Coins für mich, klar. Aber damit wollt ihr das rechtfertigen? Wir hätten, also Freunde, wir haben immer ein ultimatives TOTS-Pack bekommen. Und diese ultimativen TOTS-Packs können knallen, wie wir es in der Vergangenheit festgestellt haben. Wenn ich zum Beispiel ganz kurz auf Footbin gehe und wir gehen mal zum Beispiel in die Top 5 Ligen, gehen wir mal in die Bundesliga. Komm, wo ist die Bundesliga? 91 plus, Freunde. Schlotterbeck, Frimpong. Die sind alle 91 plus, Diaby. Also, der macht 93 plus Top 5 Ligen. Super, cool, EA Sports. Macht weiter so. Aber 91 plus, da kann ja sogar ein Schlotterbeck drin sein. No front an Schlotterbeck. Sehr sympathischer Typ. Ich habe dieses Fußballvideo da gesehen. Kam mir sehr sympathisch rüber. Gehen wir mal zum Beispiel in die Serie A. Das aktuelle TOTS. Ah, Skriniar, Çalhanoğlu. Das sind alles 91 plus Karten, die nicht gut sind. Also vom Preis her nicht gut sind. Also, zusammengefasst. Ich habe ja gesagt, ey, das wird die verschützteste Weekend League, heftigste Weekend League. Nein, es wird Schrott. Da es kann so viel Müll dabei sein, klar, auch so viel Gutes, aber macht doch so ein Spieler Minimum 95 plus für 16 Siege. Guck mal, ich kann 16 Siege holen, kann Frimpong drin haben, Schlotterbeck und Skriniar. Habe ich meine 100k knapp rausgeholt. Und die 14 Siege, Leute, bekommen TOTS oder MLS 91 plus. Aber da gibt es ja so viel 91 plus bei den Top 5 Ligen, dass MLS vielleicht nicht mehr drin sein wird. Also 14 Siege reichen die Woche auch. Das könnte das gleiche sein wie hier, das ist ja kaum ein Unterschied. Ja, sie haben das Ultimate TOTS jetzt schon zerstört und es ist nicht mal draußen. Und es ist so, für mich ist es ein Fakt. Ja, what the fuck, what, Big L. Ja, okay, ich bin nicht allein, alles gut. Wir haben aber gute Nachrichten, wir bekommen zum Ultimate TOTS coole SBCs und zwar diese zwei Sachen nicht beachten, das sind die Rewards, die wir uns eben angeschaut haben. Und dann bekommen wir das Comnibol Team of the Group Stage. Keine Ahnung, Team of the Group Stage kommt wohl. Nicht so cooler Content, aber wir bekommen ein wiederholbares Top 5 Ligen TOTS Pack, was vielleicht einfach so für einen Monat drin sein wird. Oder das wird hier vielleicht nicht wiederholbar sein, aber das wird auf jeden Fall wiederholbar sein. Bedeutet, man kann jeden TOTS ziehen, vielleicht ein 84er Rating, ein garantiertes TOTS Pack. Extrem viel Müll da, aber wenn man Upgrade Packs macht, kann man das auf jeden Fall immer irgendwie so recyceln und dann immer wieder ein TOTS Pack haben. Kann so 10 auf einmal vorbereiten, daraus coole Challenges, coole Wetten machen. Aber wenn das hier wiederholbar wird, bedeutet also EFI. GS bedeutet einfach nur die Top 5 Ligen so. Das wäre wirklich sehr, sehr nice. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr einmal das komplette ultimative TOTS. Ich glaube, wie viele Spieler sind das? Warte, wir haben in einer Reihe 6, 12, 18,
23 Spieler, so rum. Wir haben 23 Spieler im ultimativen Tots. Wenn ihr gerade sagt, ey, ich suche gerade hier Neymar und Messi, werdet ihr nicht finden. Die sind nicht im ultimativen Tots vertreten. Dafür haben wir Spieler wie Leao, Vinicius Junior, der eigentlich wie Neymar ist. Aber Messi fehlt. Ich sag's euch, wie es ist, Chat. Man kann sagen, was man will. Also, wenn wir von einem ultimativen Tots reden, hätte man Messi mit reinpacken können. Es ist, was es ist. Immerhin haben wir einen Napoli-Spieler drin. Das ist ganz cool für mich. Aber abgesehen davon, finde ich, wir haben coole Spieler drin. Ey, wir haben Bellingham, Nkunku, die sehr, sehr nice sind. Leao ist cool. Mbappé, Salah, also eigentlich ist es ganz nice. Müssen wir nur darauf abwarten, sage ich mal, was wir für Upgrade-Packs bekommen. Bekommen wir nochmal alle ligenbezogenen Packs auf einmal, damit man sagen kann, ey, ich will in die Premier League gehen, da habe ich nochmal die Chance auf ein Beispiel Ruben Dias, Cancelo, Trent, Van Dijk und ich glaube, das war's. Wenn ich ihn vergessen habe, gerne in die Kommentare. Und Ronaldo, 6 Stück. Also wenn man das vielleicht so macht oder sagt, ey, wenn man nochmal in die Bundesliga gehen will, hat man die Chance auf Lever, Nkunku, Bellingham oder gar keiner, ne? Ne, ich glaube, das war's. Wäre ganz cool so oder halt allgemeiner Upgrade-Picks oder so. Mal sehen, was ihr da auf jeden Fall auf uns oder für uns bringt am Montag. Okay, dann würde ich sagen, so viel erstmal dazu. Ich nehme auf jeden Fall noch für das Video hier das garantierte Serie A-Pack mit, auch wenn wahrscheinlich sowieso Bremer oder so rauskommen wird. Werden wir es auf jeden Fall zusammen antesten. Aber Freunde, ich habe einen Scuff zugeschickt bekommen. Ganz kurze Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt, aber sie haben es mir kostenlos zugesendet. Deswegen ist es hier auf jeden Fall eine Kooperation. Also ich werde nicht für die Werbung bezahlt, das würde ich sagen, sondern sie haben mir einen kostenlosen Scuff zugeschickt von Scuff Gaming. Ich will euch einmal den Controller vorstellen, wenn jemand von euch Interesse hat. Und ich würde sagen, danach gehen wir rein ins 19 Uhr Content. Let's go. Ich muss sagen, seit den Anfang Black Ops 2 Zeiten mit Visca Barca Marcel Scorpion vor 6, 7, 8 Jahren mittlerweile, habe ich diesen Scuff-Ding verfolgt. Hatte auch selbst einen PS3 Scuff damals. Ist aber auch schon Minimum 4-5 Jahre her und bin halt riesengroßer Fan. Deswegen umso glücklicher für diese Kooperation mit Scuff. Da will ich nochmal ganz kurz Liebe raushauen an Scuff Gaming. Und zwar haben sie mir einen Scuff Reflex PS5 Controller zugeschickt. Wir haben einmal konfigurierbare Pedals, insgesamt 4 konfigurierbare ergonomische Pedals, können auch abgenommen werden, wenn man zum Beispiel nur 2 Pedals bevorzugt. Das ist auch eine ganz coole Neuerung, wie ich finde. Wir haben einmal den Standard PS5 Trigger, perfekt zum Beispiel für Rennspiele oder Sportsimulationen oder auch den Instant Trigger, sage ich mal, perfekt für jegliche Art von Shooter spielen. Dann haben wir noch einen Gummigrip auf der Rückseite vom Controller für einen besseren Halt, auch mal sehr wichtig, und weniger schwitzen mit dem Gummigrip. Dann kann man natürlich wieder die Sticks austauschen, wie das bei Scuff immer der Fall ist. Man kann runde Sticks nehmen, man kann lange Sticks nehmen, kurze Sticks auswählen, also ihr könnt da euren komplett eigenen reinhauen. Ihr könnt auch einen gewölbten nähen oder dass es so ein wenig nach innen geht. Um es kurz zu fassen, ihr könnt euren Controller komplett eigen anpassen. Ich hau euch mal einen Link mal in die Beschreibung, wenn ihr irgendwie Bock auf einen Scuff habt und euch auch einen anpassen wollt, könnt ihr das gerne mal auf der Seite machen. Checkt es sehr, sehr gerne ab. Scuff sollte jeder von euch kennen. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt es sehr, sehr gerne ab. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, danke fürs kurze Zuhören und wir gehen wieder rein ins Video. Let's go. Okay, Freunde, warum auch immer haben wir ein 10x80 plus Serie A Pack bekommen, wo ich bis jetzt irgendwie noch nie einen Tots drin hatte, soweit ich mich täusche. Wenn ja, dann gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir haben kein Serie A Tots Pack bekommen. Standpunkt jetzt 19 Uhr. Vielleicht kommt es irgendwie nach, wenn das Video online kommt. Vielleicht ist es doch gekommen. Vielleicht kommt es auch erst morgen, warum auch immer. Aber so wie wir das kennen auf einem Mittwoch, haben wir das garantierte Serie A Pack nicht bekommen. Wir haben Caprari zum Beispiel bekommen. Ich glaube, der ist heute gekommen mit 4-4, der wirklich sehr, sehr gut aussieht. Aber das Garantie Serie A Pack ist irgendwie nicht gekommen. Also EA Sports, ey, macht euren Job einfach richtig. Ich verstehe es nicht. Nun gut, man kann auch nicht sagen, ey, es kommt keins, weil das ganze Tots bis jetzt alle liegen, ist ein garantiertes Pack gekommen und dann nur zum Serie A Tots nicht. Das muss ja, also es ist ein Fehler, das wird nachkommen, hoffentlich. Entweder heute noch irgendwann oder spätestens morgen. Wir gucken uns erstmal das Pack an, jetzt gönn einmal blau. Die Packs sind so eine Verarsche eigentlich. Ich hatte im letzten Pack davon Acerbi, 83er. Jetzt habe ich Mertens, 84er. Also ich habe noch nie... Egal, ey, ich habe schon ein bisschen viel gehatet in dem Video. Wir suchen das Positive raus. Ey, wir haben 2 Napoli-Spieler gezogen. 3 sogar. Cool, ja, nice. Okay, wenn es euch dann gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Ansonsten haut da rein und ciao, ciao. Be the fan, that's what